So, hallo und herzlich willkommen zu Let's Chill and Play Pirate Simulator 2011. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wieso macht ihr schon wieder dieses lame Spiel? Ja, es ist wirklich ein lame Spiel, aber irgendwie, ich verstehe es nicht. Alle sagen, es wäre das lameste Spiel der Welt, aber von den Videos, die ich drin habe, und das ist Far Cry und von Let's Bros, von Brawl Busters und überhaupt, guckt ihr irgendwie, warum auch immer, die Bagger-Simulator-Videos einfach am liebsten. Die haben einfach die meisten Aufrufe bei mir und von daher mache ich einfach mal noch eins, was wieder genau dasselbe macht, nämlich ich muss bei der dritten Mission hier diesen Graben wieder ausheben. Die zwei da drüben haben wir ja schon, da kann man einfach mal hingehen. Hier den haben wir schon. Den haben wir auch schon. Das kommt ja hier drin. Steht ja auch hier oben, hebe ein Graben auf dem dritten Grundstück aus, sodass er dem gefolgten Verlauf entspricht. Achte darauf, nicht zu tief zu graben, damit die darin zu verlegenen Abflussrohre auf die geforderte Höhe gelegt werden können. Also einfach hier dann noch putten. So, jetzt mache ich aber erstmal noch ein bisschen den Sound runter gerade, weil es nicht so laut ist gerade. Und gehen auch gleich wieder in den Bagger rein mit unserer Pornogruppe Herbert, wie ich sie schon immer genannt hatte. Sitzt wieder da. Und dann machen wir die bessere Ansicht, nämlich die hier von oben. Und dann fahren wir nämlich auch gleich mal los. Und ich denke, ich gehe davon aus, dass ich was getrunken habe. Sonst könnte ich das wahrscheinlich gar nicht spielen. Oh mein Gott, was tue ich mir hier nur an? Dann fahren wir hier mal rein. Und heben hier mal. Ja, wie gesagt, die Steuerung kennt ihr ja, die habe ich in den letzten Videos gezeigt. Mit der Taste wechselt man die verschiedenen Arten. Ja, so, man schmeißt das mal aus. So, ne. Wunderbar, das geht auch. Und. Und da haben wir auch schon die erste Schaufel. Und die bringen wir dann, wie wir auch schon den ganzen anderen Kram, die Schaufel mit der Erde drin, nach hier drüben. Na komm schon. So. Und das machen wir jetzt bis da oben rechts wieder. Irgendwo 35% steht, weil 100% ist nicht nötig. Das ist eher eine kleine angenehme Sache bei dem Ganzen. Und dann hoffen wir mal, dass ich das jetzt hinkriege auf Anhieb, weil manchmal passiert das auch in dem Spiel, habe ich schon mitbekommen, dass der Bagger sich verhakt und dann kann man die ganze Kacke nochmal machen, weil der Bagger sich einfach nicht mehr von der Stelle bewegen lässt. Und das kann ärgerlich sein. Aber ich hoffe mal, dass das da soweit nicht kommt. Und ich werde jetzt hier den Ton ausmachen und man sieht sich dann gleich wieder. Und ja, ich weiß, ihr fragt sicherlich immer noch, wie kann der Typ nur so eine Scheiße spielen. Aber wenn ihr jetzt einfach am meisten seht bis jetzt und das andere Projekt, was ich nebenher noch mache, Deus Ex nämlich, auch auf sich warten lässt, warum dann mache ich einfach mal noch zu diesem Video. Okay, ich denke, man sieht sich dann am Ende wieder, wenn wir dann den Highscore eintragen. Okay, bis dann.
So, bevor wir zu unserem letzten Spanstich hier machen und das Ganze abgeschlossen haben. Oder machen wir es einfach gerade? Nee. Gehen wir gerade nochmal in eine andere Perspektive. Die Perspektive zu ändern. Das haben wir jetzt ausgegraben aus der Erde. Schon mit wenig. Das kam man alles von hier. Von hier. Was haben wir denn jetzt mit da drüben gefahren? Das sehen wir jetzt davor, das sind auch so voll drin. Mein Gott, das sieht aus, als hätte ich die Zeit vom Computer genommen, warum ich das ausgebildet habe. Nicht schlecht. Ja, dann werde ich jetzt gerade mal. Vorher will ich noch mal Blödsinn machen, das wird dann ich werde mich jetzt ganz schnell drehen. Nee, so werde ich mich nicht drehen. So werde ich mich drehen. Wir haben es geschafft. Letzte. Ping. Super, du hast den Auftrag vollkommen ausgeführt. Mehr Draufträge und freischalten, wo deine Voraussetzungen erfüllt sind. Ist nicht gut, so kannst du dich nur in die besten Liste eintragen. Ich würde dich lieben gerne haben. Und ich habe nur einen Rekord aufgestellt. Das ist doch wunderbar. So. Ja, liebe Leute, das war die Mission Nummer 4. Ich hebe einen schmalen Verlängerungskran auf den dritten Grad Gartengrundstück aus mit dem Minibagger. Ich würde sagen, das war's für heute. Die nächste Mission wird das hier sein. Da fehlt jetzt aber noch die Technik, das fahren wir dann noch. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin heute für uns. Das war's, letzte Chill-Play-Bagger-Simulator 2011. Bis zum nächsten Mal.